Hallo sagen. Hallo! Guten Tag, Leute. Ja, wir haben jetzt die Scheiben rausgerissen. Also mehr oder weniger die Folie. Habt ihr jetzt gesehen? In dem kleinen Zeitraffer oder so in der Art. Das Hässlichste ist jetzt, den Kleber runter zu machen. Heckscheibe haben wir uns jetzt schwieriger vorgestellt. Aber da das Auto jetzt einen kompletten Tag in der Sonne stand, schön drauf geballert hat, ging das Ast rein rauszumachen. Oder was sagst du? Ging super. Okay. Oh, die GoPro sagt Atschis. Ne, wie gesagt, ich werde jetzt mal hier versuchen, das rauszumachen. Das Problem ist, das ist halt wegen hartnäckig. Dazu nehme ich jetzt hier den schönen kleinen Eulex Kunststoff- und Klebstoffentferner. Das Problem ist, was ihr aufpassen müsst, ihr dürft nicht an eure Kunststoffverkleidungen kommen, weil sonst werden die matt und die Gummiverkleidungen, also das hier, das Gummi hier, das hier, wird dann so runzlig, weil sich dann, ja, der Klebstoff dann da drin oder die Materialien sich dann, ich weiß nicht, wie man das schimpfen mag, die gehen dann kaputt und dann könnt ihr die Dichtung auch wegschmeißen. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen hier rumschrubben, gegenseitig an die Fenster. Das klingt jetzt irgendwie zweideutig, aber egal. Wenn zweideutig denkt, denkt es besser. Und ihr habt euch ja schon öfters mal gefragt, ob der Dachhimmel noch hält. Ich mach schon mal, dass man das auf die Kamera kriegt. Noch ist er dran. Das sieht man null, aber der hält noch übelst geil. Ne? Ja. Doch, jetzt sieht man es. Ja. Hält noch wie. Wie am ersten. Der steckt. Scheibeneiser und dein Zeug. Ich mische jetzt alles drei. Schade. Das ist hier fern mehr Auto. Ja, wie ich sagen wollte, Himmel hält noch. Ja, vielleicht sieht man es jetzt hier noch ein bisschen. Der Rotz da muss jetzt runter. Die Heckscheibe ist eigentlich perfekt geworden. Wo ich jetzt Angst hatte bei der Heckscheibe, waren eigentlich die ganzen Streifen hier. Ne? Und die sind eigentlich alle heile. Ne? Oh. Oh. Ja, gut, die Folie war jetzt 2 Jahre drin. Muss man auch dazu sagen. Und eine Billig-Ebel-Folie. Genau. Genau, was brauchen wir dazu? Wie schon gesagt, den Eulex wegen Tücher. Ich mache jetzt mal kurz die Heckscheibe und dann melden wir uns nochmal zu Wort, wenn wir das geschafft haben. Richtige Scheiße.
keine Beanteiligung. Nee. Ja, das ist wirklich scheiße. Wir hätten die Seitenscheiben auch warm machen sollen mit einem Heißluftföhn. Die Heckscheibe ging, weil die Sonne schön drauf geschienen hat. Also ein kleiner Tipp für euch, das haben wir beim 323 so gemacht. Schön mit Heißluftföhn kontinuierlich warm machen, schön ziehen. Dann habt ihr nicht so viel Klebereste. Ein bisschen bleibt immer dran. Hier habe ich jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, den Kleber wegzumachen, beziehungsweise die Seitenscheibe haben wir auch noch in dem gleichen Zug gemacht. Natürlich habe ich da mal aufgehört, weil das ist im Auto ekelhaft, wenn das mit dem Oilex so stinkt. Aber es geht, gell, jetzt mittlerweile. Ja, man gewöhnt sich dran. Und was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist, sieht man das? Ja, das Auto sauber machen. Die ganzen, boah, da gehst du ein. Die ganzen Fitzel, da müssen wir jetzt wegsaugen dann noch. Ja. Das mache ich jetzt gar. Beziehungsweise die Seitenscheiben, die ist fertig. Die hintere ist jetzt auch fertig. Muss jetzt nur noch ein wenig mit Glasreiniger putzen. Von innen die hier noch. Und wer sich jetzt fragt, warum wir das jetzt nicht ins Detail alles gezeigt haben, wie jetzt was runtergeht. Wir haften dafür nicht. Im Endeffekt, wenn ihr die Folie runter macht und euch die Heizstäbe kaputt macht. Warum Martin hier dabei ist, den kennt ihr ja bestimmt aus bei älteren Videos. Der hat es mal gemacht, ne? Folieren. Ja. Und der hat sich da ein bisschen ausgekannt, wie man die ganze Geschichte da unbeschadet runterkriegt. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt sogar den Rest gar runter. Vielleicht stelle ich nochmal die GoPro wegen hin zum Zeitraffer aufnehmen. Und dann war es das jetzt auch schon wieder. Das war eine Stunde vielleicht vor drei. Ja, Stunde haben wir jetzt gebraucht für das. Insgesamt vielleicht drei Stunden mit sauber machen, abziehen und so. Oder denkst du, drei Stunden? Ja, ja. Zwar halt drei. Ja, kommt hier. Leute, wir haben es geschafft. Nur noch putzen, ne? Juhu! Hallo Martin. Hallöchen. Raus ist der Dreck. Raus. Ey, also ich sage eins. Wie haben wir es gesagt? Die Scheibe, wo wir als erstes gemacht haben, also die vom 323, das hätten wir filmen sollen. Und der Dreck, haben wir gesagt, ja, geht scheiße, ne? Genau so ist es gekommen. Genau so ist es gekommen. Immer so. Immer so. Naja, auf jeden Fall räumen wir jetzt auf. Und dann war es das jetzt von diesem kurzen, ja, kurz für uns nicht, aber für euch vielleicht kurz. Hier hängt auch noch so Bobbel drin. Ich saug das Auto jetzt noch raus. Das ist eh komplett dreckig. Und genau. Dann sagen wir jetzt tschüss. Jetzt habt ihr mal wieder ein kleines Update über den Charlie gesehen und wie wir die Scheibenfolie rausgerissen haben, oder? Ja, so, so. Würde ich sagen,
machen wir kurz und schmerzlos. Ciao, wenn es gefallen hat, das Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann war's das jetzt. Willst du Chance? Auf Wiedersehen. Bis bald. Werde öfters jetzt mal in die Videos sehen. Ja, dann hau ich auch rein und dann sehen wir uns. Ciao.